Welcome back, Freunde. Ich habe lange, lange überlegt, was für ein Video ich zu dem Set 151 machen werde, wie viele Videos noch kommen, was für Videos. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Und erstmal wundert euch nicht, das hier ist alles Tinte. War heute on work ein bisschen stressig. Ja, 151, meiner Meinung nach das beste Set an sich. Von den Karten her. Aber das eines der schlechtesten Sets zum Vervollständigen und Karten kaufen. Und ich habe mir was ganz Spezielles überlegt, was wir heute machen werden. Hier seht ihr meinen Binder für 151. Den werden wir jetzt aufmachen. Und ich habe eine Überraschung für euch. Denn der ist leer. Nein, Spaß. Die Überraschung besteht nicht darin, dass er leer ist. Sondern wir werden. Und ihr werdet es nicht glauben, deswegen kommt auch das Video jetzt erst. Ich habe mir jede einzelne Karte in mindestens Reverse Holo besorgt von den Kammelkarten und wir werden uns heute das gesamte Set mal anschauen. Wie sieht's aus? Lohnt sich dieses Set zu vervollständigen? Auch von den spezielleren Karten her. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Und machen direkt, okay, ich werde es mal hier, sonst nervt mich das die ganze Zeit. Und hier habe ich das erste, was ich euch zeigen möchte, sind die Energiekarten. Und wie man es hier schon sieht, natürlich alle Reverse Holo, ganz klar, die sind wirklich wunderschön. Also alleine die Energiekarten von diesem Set sind der Wahnsinn. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Hier gibt es diverse Karten, die haben sogar Swirls. Und das sogar ziemlich deutliche, die zum Beispiel, wenn ihr oben in der Mitte, also oben mittig links guckt, quasi hier, da ist ein Swirl. Die sind wirklich unfassbar schön. Und es gab lange nicht mehr so geile Holo-Effekte auf den Energiekarten. Also alleine dafür würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall, diese Karten schon mal separat zu holen. Und was wir machen werden, wir werden jetzt diesen Binder vervollständigen und uns dabei die Artworks der Karten anschauen und schauen, ob das Set 151 wirklich dem gerecht wird, was ja überall suggeriert wird. Und zwar, dass es das beste Set ist, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und das werden wir jetzt sehen. So, und dann geht es direkt auch schon weiter. Und zwar mit diesen drei Kollegen hier. Da haben wir einmal den Bisasam, Bisa Knosp und Bisaflor EX. Was soll ich sagen? Die Reverse-Holo-Effekte sehen cool aus. Ich mag das. Wir werden das bei den anderen Karten auch noch sehen. Hier also bei den Pflanzenkarten oder Pflanzentypen mit diesem Blatthintergrund, so finde ich schön. Ich muss sagen, das Bisasam-Artwork an sich, ja, ist auf jeden Fall ganz nett, aber es gäbe bessere. Aber das Bisa-Knosp-Artwork, holy shit. Also ich weiß nicht, was der gute Yu-Nishida sich hierbei gedacht hat. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also es sieht wirklich echt cool aus. Und ich muss sagen, damit breche ich jetzt wahrscheinlich eine Lanze, die die meisten jetzt nicht so fühlen, aber ich mag die EX-Karten grundsätzlich eigentlich nicht so. Ich finde, da sehen die Pokémon immer irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, so billig aus. Aber die EX-Karten sind jetzt nicht so mein Fall. Ich habe sie natürlich trotzdem hier für die Komplettierung des Sets. Damit kommen wir auch direkt zu den nächsten Startern und beginnen mit Gumanda. Ein wundervolles Artwork. Ich liebe diese Artworks mit dem Himmel hinten. Da werden wir noch einige andere sehen. Dann haben wir hier Glutexo, ja, also Glumanda hat hier so ein bisschen das Gras angezündet. Glutexo ist alles in Flammen und dann Glurak EX. Und ich glaube, hier checkt ihr auch schon, was ich meine mit diesem, dass es billig aussieht. Ich weiß auch nicht, irgendwie feiere ich die nicht so. Aber das Glumanda und das Glutexo Artwork finde ich wirklich sehr schön. Hier auch mit dem Feuer Reverse Holo. Ich weiß nicht, warum man diese EX-Karten so gemacht hat. Ja, also. Ich finde, da hätte man wirklich bessere Varianten treffen können, wie wir jetzt hier auch gleich nochmal sehen. Shiggy, Shillock und Turtok EX. Man muss sagen, Turtok EX ist eine der besten EX-Karten. Der sieht nicht komplett kacke aus und ich finde die Karte an sich auch relativ schön. Dafür finde ich bei Shiggy, also Shiggy ist echt süß geworden. Gefällt mir ganz gut. Dafür finde ich bei Shillock irgendwie das Artwork ist okay.
Wenn man sich jetzt so anguckt, ist da hinten, ist das hier so ein Britz-Igel oder Britz-Igel, wie auch immer man es nennt. Ich glaube ja. Aber die Turtok EX-Karte ist ganz cool. Und dann sehen wir die hier auch alle nochmal im Vergleich. Ja, kann man machen. Kommen wir zur nächsten Entwicklungsreihe. Und zwar Raupi, Safkorn und Smetbo. Und hier muss ich sagen, eine mit, ja, ich würde sogar sagen, auf jeden Fall mindestens Top 5 unter den Artworks in diesem Set. Smetbo. Ich liebe Smetbo. Es ist so ein geiles Pokémon. Und es hat wirklich auch ein sehr, sehr schönes Artwork bekommen. Ich liebe auch diese gezeichneten, auf Oldschool angelehnten, was wir ja eigentlich wollen. Ne? Wir wollen bei diesem Kanto 1-5-1-Set, wir wollen ja alte Artworks, wir wollen die alten Pokémon, wir wollen Oldschool-Feeling. Und ich finde, das bringt hier dieses Raupi-Safkorn-Smetbo-Set auf jeden Fall mit. Und ja, die Kenner unter euch werden es jetzt schon gecheckt haben, was jetzt kommt. Hornlio, Kokuna und Bibor. Bibor hier als Holo vorhanden. Ja, die Holo-Karten haben jetzt hier auch den Holo-Rand wieder mit dazu bekommen. Das ist eine ganz nette Sache. Der Holo-Effekt ist fein, aber ganz cool. Und hier auch die Hornlio-Reihe. Sehr, 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 sehr schöne Artworks. Natürlich kommen wir erst noch zu den Brecher-Artworks und zu den geisteskranken Karten. Und ich kann euch jetzt schon mal so viel sagen. Am Schluss dieses Videos, wenn wir auch vielleicht zu den Illustration Rares, Art Rares und so weiter kommen, habe ich die ein oder andere Überraschung für euch. Denn ich hatte etwas Glück beim Ziehen. So, dann haben wir hier das gute Taubsi auf ganz, ganz oldschool. Sehr, sehr schön. Ja, Tauboga sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen kantig. Und Taubos wieder unfassbar geil. Ja, viele erkennen aber den Unterschied zwischen Tauboga und Taubos bei den Karten nicht so. Man muss auch sagen, der ist auch jetzt nicht so signifikant, aber ich finde, man erkennt es auf jeden Fall. So, dann können wir hier nämlich auch schon direkt wieder umblättern. Und sind hier bei der nächsten Seite mit Radfratz und Radikal. Und hier auch eines der schönsten Artworks aus dem Set, Radikal. Das Pokémon an sich ist natürlich jetzt nicht so der Hammer, aber dieses Artwork, holy shit. Und hier muss man auch sagen, So-So hat sich hier alles rausgelassen. Also es ist geisteskrank, wirklich. Wie kann man so eine geilen Artworks machen? Da schließen wir dann direkt auch an mit Habitak und Ibitak. Auch Ibitak hier ein richtig geiles Artwork. Ich finde ein bisschen schade, das versaut so ein bisschen hier im Binder. Jetzt kommen natürlich auch viele Zweier und dann rotieren auch die Dreier. Oh, jetzt sehe ich gerade, kommt hier schon die nächste EX. Haben wir einmal Rettern auf ganz, ganz oldschool angelehnt und Arbok EX. Ja, von Arbok sieht man auf diesem Artwork nicht wirklich viel. Da sieht man jetzt hier quasi nur den Kopf. Ja, der Zahn hier funkelt ein bisschen. Könnte man eigentlich so an die Attacke Superzahn oder Hyperzahn denken. Aber dem ist nicht so. Dann haben wir das Oldschool-Duo Pikachu und Raichu. Ja, Pikachu hat hier ein derbes Oldschool-Artwork bekommen, was ich auch ziemlich cool finde. Das Raichu-Artwork, ja, weiß ich nicht. Also ist ja alles subjektiv, aber ist jetzt nicht so meins. Gibt es coolere Artworks, würde ich sagen. Zum Beispiel diese hier von Sandan und Sandama. Ich finde gerade Sandan-Artwork ist sehr, sehr cool gemacht. Ich finde sowieso meistens so die Artworks der Vorentwicklung sind echt ziemlich cool getroffen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Triple-Reihe, die ich auch sehr, sehr nice finde. Einmal Nidoran in weiblich. Da haben wir das Triple Artwork. Und ihr könnt es euch schon denken, im nächsten Arbeitsschritt haben wir hier natürlich auch das gute Nidoran in männlich, was dann in Nidoking endet. Und Nidoking, einer meiner absoluten Favorites aus den Oldschool-Pokémon-Spielen, hatte ich auch fast immer im Team. Richtig geiles Vieh. Sehr, sehr stark. Und ja, hat einfach immer sehr gebockt, den mit ins Team zu nehmen. So, dann haben wir hier natürlich Pipi und Pixie. Ja, ne, ich würde sagen, einfach klassisches altes Artwork. Ist jetzt nichts, worüber man übertrieben reden muss, finde ich. Und wie gesagt, alle Karten hier in Reverse Holo mindestens. So, dann haben wir hier eine EX-Karte, die wirklich sehr cool geworden ist. Und wir haben hier erstmal Vulpix in einem
ziemlich coolen Oldschool Artwork. Aber vor allem, was wir auch haben, ist ein Wulnona EX und das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Also ich finde, dieses Artwork ist tatsächlich ganz gut gelungen, weil das halt nicht so plastikmäßig aussieht. Ich finde, da hat man auf jeden Fall ganz gute Arbeit geleistet. Pummeluff, auch eines der geilsten Artworks hier, sieht sehr cool aus. Und dann Knuddeluff, ja gut, also das Ding ist wirklich richtig fett. Also man könnte so ein bisschen an Kirby denken. Dann haben wir hier noch die Zweierentwicklung zu Bad Golbert. Ja, da gab es X-Bad noch nicht. Und davon werden wir auch noch eines meiner Lieblingsartworks sehen. Von diesem, ja, ich sag mal so verzogenen. Seid auf jeden Fall gespannt. Aber Golbert, ein sehr, sehr cooles Artwork hier im Hintergrund, auch mit dem Mond. So, und jetzt kommen wir schon zur nächsten Triple-Reihe. Da haben wir hier einmal Mirapla, Doflor und Giflor. Und Giflor hier in einem der schönsten Holo-Artworks. Finde es wirklich sehr, sehr cool. Ich glaube, es kommt gar nicht so cool rüber, wo ich hier schon mal viel Kauf nehme. Aber es sieht echt cool aus. Da kann man sich nicht beschweren. So, rein hier in den Beiner. Da sind wir auch wieder hier unserer Linie treu geblieben. Dann haben wir hier die Duo-Kombo von Paras und Parasek. Ja, auch ganz cool, sieht ein bisschen so aus, als wäre es aus dem Anime. Zack. Und dann kommt hier nämlich die nächste Duo-Reihe mit Blutzuck und Omot. Omot hier auch ein cooles Artwork gewählt. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte immer früher, Omot wäre ein Pokémon, was man nur in weiblich bekommen kann, weil irgendwie sah das für mich immer so aus. Weiß auch nicht wieso. Dicta und Dictree, beide Artworks sehr, sehr schlicht, aber ich finde mitunter auf jeden Fall die besten Artworks. Sieht echt cool aus, könnte irgendwie von so einem Grundschulkind gemalt worden sein, aber irgendwie alles in allem sieht es dann doch sehr, sehr nice aus. Einfach hier die drei Würste aus dem Boden hinaus. Und dann kommen wir hier zu Mauzi und Snobilikat. Ja, wirkt irgendwie nicht so, als wäre es schon 20 Jahre alt, sondern relativ neu. Das ist so dieses gesketcht Anime-like neu, würde ich sagen. Und das ist nicht so meins, genau hier wie Entoron. Enton hier aber mit einem ultra geilen Oldschool-Artwork. Ja, also sieht echt cool aus. Und auch eine Besonderheit bei dem Set, was ihr schon seht, ist ja hier nicht nach Farben sortiert, sondern wirklich die Nummern gehen mit der Entwicklungsreihe durch. Und das finde ich echt ganz cool. Das macht es ein bisschen schwer, die Karten zu sortieren. Habe ich natürlich alles schon im Vorhinein hier gemacht. Und hier kommen wir auch zu einem der geilsten Artwork-Paare. Und zwar Menki und Razaf. Was auch immer Menki da mit seiner Hand macht. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist ganz, ganz nice gezeichnet. Und genauso wie Fukano und Arcani, beziehungsweise Fukano nicht. Arcani, eines der wenigen Artworks, was so auf neu gemacht ist, was ich wirklich richtig geil finde. Sieht sehr, sehr anmutig einfach aus und hübsch. Und ja, ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Comments schreiben. Wie findet ihr denn die neuen Artworks? Und hier muss ich jetzt mal sagen, das ist von diesen Common-Karten der zweite Platz von den Artworks, Quapuzzi. Junge, wie kann man denn so ein geiles Bild zaubern? Ey, das sieht so, so nice aus. Ich finde es einfach abgefahren, wirklich. Das ist irgendwie so richtig putzig. Passt ja auch zum Namen Quapuzzi. Und so richtig niedlich. Aber es, also weiß ich nicht, ich feiere dieses Artwork so krass, ne? Ist auf jeden Fall eines meiner Favorites. Und auch bei den Special-Karten, die ich noch zeige, auch ganz oben mit dabei. So, hier haben wir die nächste Dreierreihe. Abra finde ich tatsächlich eines der schwächsten Artworks. Dann haben wir hier Kadabra. Das sieht schon slightly geiler aus. Und Simsala EX sieht komplett trash aus, meiner Meinung nach. Ja, also hier wurde sich nicht wirklich Mühe von Mitsuhiro Arita gegeben. Da muss er nochmal ran an den Zeichenblock. So. Hier kommen wir zu meinem Top 3 Artwork, Mashok.
sieht der, also mit diesem Sternenhimmel, ne? Das ist ja so krass. Vor allen Dingen auch immer auf diesem Podest, erst Mascholo, so auf diesem Felsenpodest, dann Maschok da in der Nacht mit den Sternschnuppen übersick. Und dann haben wir hier in Holo Machomai, beziehungsweise Machomai, je nachdem. Ja, sieht schon sehr, sehr cool aus. Gefällt mir persönlich ganz gut. So, dann kommen wir hier zum nächsten Dreiergespann. Da haben wir hier eine ganz, ganz klassische Oldschool-Reihe: Knofensa, Ultrigaria und Satzenia. Sehr, sehr cool finde ich es gemacht. Hier Knofensa irgendwie an so einer kleinen Pfütze, Ultrigaria mitten im Dschungel und Satzenia hier unter so einem Ast rum. Ich finde Satzenia ist auch eines der underratedsten Pflanzen-Pokémon, die es so gibt. Ich habe letztens mal einen Oldschool-Run gestartet und habe mir auch Satzenia ins Team geholt. Wirklich geisteskranker Brecher. Tentara und Tentoxa. Ich finde, Tentoxa hatte so slightly den Vibe von irgend so einem Sektensymbol. Ja, das ist ja so sehr ausrangiert. Aber gefällt mir ganz gut. Ja, sieht cool aus. So, und ich sehe schon, wir kommen jetzt zur nächsten EX-Reihe. Ja, da haben wir erstmal Kleinstein-Artwork. Ja, ich finde, Kleinstein allgemein sieht ein bisschen sus immer aus. Ich finde, weiß nicht, die Hände, die geben mir irgendwie einen komischen Vibe. Georock-Artwork, Oldschool Classic, sieht sehr, sehr cool aus. Und Geowatz EX, eines wieder mal der wenigen EX-Artworks, welches mir wirklich ganz gut gefällt. Aber ich stehe auch unfassbar auf Geowatz. Ich finde, das ist wirklich eines der coolsten Pokémon aus 1v1. Genauso wie die Artworks von Ponita und Galoppa. Ponita hier nochmal krass am Rausstechen. Sehr, sehr schön. Damit kommen wir dann zu Flegmon und Lahmus. Also ich liebe die Artworks, sehr, sehr cool gemacht. Ich mag so dieses naiv-dumm-treue, was Flegmon hier vermittelt. Der liegt da einfach so im Wasser, chillt sein Leben und dann guckt er einfach mit dieser Riesenmuschel an seinem Schwanz in den Himmel. Sieht einfach nice aus. So, dann haben wir Magnetilo und Magneton. Finde ich interessant gewählt, weil es ja so auf diesen Pokémon eingeführt in der realen Welt ist. Ist mal was anderes. Finde ich tatsächlich auch gar nicht so kacke, aber ist jetzt nicht mein Favorite. Also mein Favorite ist wirklich so dieses Oldschool-Drawing-Shit. So, dann haben wir eine Einzelkarte, Porenta. Ich habe schon die nächste genommen. Finde ich, ist ein cooles Artwork, vor allem weil es halt auch so angezeichnet ist. Sieht sehr, sehr cool aus. Weiß auch nicht, ob das hier Mond sein soll, aber mit dieser Lauch- oder Porree-Stange da in der Hand, also klar, Lauch, sieht das schon sehr witzig aus. Genau wie Dodu und Dodri. Der Kopf von Dodri hier, der hat gar keinen Bock. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles Artwork hier im Hintergrund, auch wieder mit dem Himmel. Ganz geil gemacht. So, ja, also wie ich schon merke, es wird hier ein längeres Video, aber ich finde, das Set hat einfach verdient. Jurob und Yugong. Jurob hier ein bisschen am Pennen und Yugong hier in der Blüte seines Lebens, mitten in so einer Eishöhle, auch ganz geil gemacht. Dann haben wir hier auch tatsächlich eines meiner Favorite-Pokémon, Slimog. Finde ich auch ein bisschen underrated. Sieht echt ganz cool aus, finde ich. Und in den Games auch relativ strong, muss man sagen. Welches Pokémon nämlich auch strong ist, ist Austoss. Aber hier muss ich sagen, feiere ich die Artworks nicht so krass. Gerade das von Austoss finde ich echt nicht so cool. Aber das bricht ihm keinen Zacken aus der Krone, denn jetzt kommt meine absolute Lieblingsreihe. Wir haben hier einmal Nebulak in so einem geilen Artwork, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Alpollo. Regelt mit dem nächsten in diesem Stil. Ja, dieses gezogene, dieses Traumwelt. Du bist irgendwie in der Hölle, aber irgendwie noch nicht richtig. Und dann beendet Gengar das einfach mit diesem gezogenen, was wir bei Golbat ja auch schon hatten. Das sieht so geil aus, einfach. Vor allem auch, wo guckt er hin, Alter? Er guckt überall hin einfach. Finde ich wirklich mitunter eines der schönsten Artworks, was es hier in diesem Set gibt. Dann haben wir so ein Solo-Onix. Ich finde, das ist nicht großartig zu erwähnen. Sieht okay aus, aber jetzt nichts Besonderes. Dann haben wir hier den Typen mit der großen Nase. Traumatron Typno.
auch ein bisschen verstörendes Artwork von Hypno hier, finde ich. Stell mal vor, so einem Dude begegnest du einfach nachts in irgendeiner Gasse. Da bist du aber meine Beine in die Hand nehmen, das kannst du aber vorstellen. Haben wir Krabi und Kingler. Da muss ich sagen, finde ich das Pendant von Krebutax, Krebutak, genau, Krebutak, finde ich da tatsächlich besser. Voltoball und Elektroball, Classic, auch ganz cool. Dann kommen wir jetzt hier auch zu einem sehr, sehr nicen Owai und Kokowai. Kokowai hier auf so einer Palmeninsel, haben sie echt ganz cool gemacht. Gefällt mir ganz gut. So, und jetzt auf jeden Fall auch eines der allergeilsten Artwork-Reihen. Tragosso und Knogger. Jungs und Mädels, wie sieht das aus? Ich finde das so sick. Es sieht einfach aus, als wäre der Dude auf dem Mond. Finde ich wirklich auch unfassbar cool. Macht richtig Bock, sich diese Karten reinzuziehen. Dann haben wir hier eine vertane Chance, wie ich finde. Kikli und Nokshan hätte man wie in. Oh, ich weiß gar nicht mehr, welches Set es war. Aber es gibt so ein Set, da stehen sie beide auf dem Berg und machen so eine Bruce Lee-Bewegung in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Und ich finde, das hätte man hier gut mit reinbringen können. Aber nichtsdestotrotz, ne, könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, wer ist Team Kikli, wer ist Team Nokshan. Ich bin auf jeden Fall Team Kikli. Haben wir ein Oldschool Schlob. Ja, ist ganz nett, ganz cool. Schlob war jetzt bei mir nie so sonderlich präsent, muss ich dazu sagen. Hier das gute alte Team Rocket, Smogon, Smogmog. Auch auf Oldschool. Sieht ganz nice aus. Kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Damit sind wir schon fast durch, meine Freunde. Rihorn und Rizoros. Auch sehr, sehr stark. So, und jetzt haben wir hier ein Artwork, was ich eigentlich ganz niedlich finde. Chanera mit so einem vierblättrigen Kleeblatt. Finde ich echt richtig süß. Ja, sieht einfach ganz niedlich aus, würde ich sagen. Und ist sogar gar nicht mal so wack. Dann haben wir hier das gute alte Tangela, was hier seine Beere kriegt. Ich finde das Artwork auch sehr, 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 sehr cool. Dann kommen wir von sehr cool zu nicht so cool. Kangama EX. Sieht das aus wie so eine Actionfigur. Feiere ich jetzt nicht so. Wobei Kangama als Pokémon ziemlich nice ist. Hier im Zweiergespann Sepa und Seemon. Da habe ich mich gefragt, Seedra King, kam der erst später dazu? Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, aber anscheinend. Goldini. Goldini und Golking. Ich finde es ja auch ein bisschen sus, wie Goldini hier guckt irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Und Golking guckt einfach so ein bisschen dumm. Hier auch. Sehr, 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 sehr geile Artworks, ähnlich wie bei Tragosso und Knogger. Übercool gemacht, einfach in so einer Unterwasserwelt. Sterndu und Starmie. Sieht cool aus. Dann haben wir hier den guten Mr. Mime. Pantimos, auch ein Oldschool Artwork. Sieht sehr nice aus. So, bewegen uns hier langsam schon aufs Ende zu Sichlor. Finde ich das Artwork nicht so cool, aber ist okay. Dann haben wir hier Roshanna EX. Ganz, ganz schrecklich. Wirklich furchtbar. Also ich kann jetzt, also wirklich. Dazu kann man ja wirklich fast gar nichts mehr sagen. Dann haben wir hier, die zeige ich mal zusammen, Electek und Magma. Electek hier mitunter eines der besten Artworks aus der Reihe, finde ich. Sieht ein bisschen so aus, als würde ein Shidogi zünden. Kommt in die Sammlung, meine Friends. So, dann haben wir den guten alten Pinsir. Ja, Classic, nichts Besonderes. Sieht man halt einfach nur das Pokémon ähnlich wie hier beim Tauros. Anmutig und stark. So, aber jetzt kommen wir zu einem besonderen Artwork. Dann haben wir Karpador und Gyarados. Gyarados in Holo hier. Sehr, sehr schönes Artwork. Ich glaube, bei Gyarados kann man aber auch grundsätzlich nicht wirklich viel falsch machen, damit dieses Ding cool aussieht. Ähnlich wie bei Lapras. Schlicht, aber cool. Auch eines der besten Artworks hier von Ditto. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das gecheckt habt, aber hier sind ganz viele Dittos. Also zum Beispiel hier.
Ist auch ein Mund mit zwei Augen. Dann haben wir hier auch ein Mund mit zwei Augen. Hier. Also das sind alles Dittos. Und nur er hier zeigt sich halt richtig. Das ist ein übertrieben sickes Artwork. So, und die muss ich jetzt, glaube ich, auch alle mal zusammen zeigen. Haben wir Oldschool Evoli, Aquana, Blitzer und Flamara. Coole Entwicklungsreihe. Die Oldschool Evoli Entwicklungsreihe. Sehr, sehr sick. Ich finde, von denen sieht auf jeden Fall Blitzer mit am schlechtesten aus und das Standard-Evoli tatsächlich sieht am besten aus. Im Anschluss hier noch Porygon. Sieht ein bisschen aus wie bei Minecraft. So, und jetzt auch sehr, sehr coole Pokémon. Und vor allem auch die Artworks. Ammonitas und Amoroso. Sieht aus wie in so einem Sumpfgebiet hier bei Amoroso. Finde ich sehr sick. Und Kenner wissen, was jetzt kommt. Natürlich die andere Fossilvariante. Kabuto und Kabutops. Kabutops hier auch mit einem der geilsten Artworks bei weggekommen. Ich finde, es sieht unfassbar krass aus. So ein übelstes Kampfvieh einfach. Sehr sick. Und was da natürlich nicht fehlen darf, Aerodactyl mit auch einem der unfassbarsten Artworks, die je produziert wurden. Hier mit dem Rückentwicklungsstrahl. Ja, könnte man einfach auch sagen, Hyperstrahl. Sieht echt cool aus. Also sieht wirklich richtig cool aus. So, dann haben wir hier auch einen Einzelkämpfer in Form von Relaxo. Ja, Standard Relaxo-Artwork, würde ich sagen. Ist aber nice, also kann man sich nicht beschweren. So, und jetzt wird's interessant. Hier haben wir nämlich Arctos, Zapdos und Lavados und Zapdos in EX. Also Arctos-Artwork erstmal, ne? Ist cool, legendärer Vogel, sieht ganz nice aus. Und hier haben wir mal wieder eine EX-Karte. Die tatsächlich gar nicht so kacke aussieht. Also ich weiß nicht, was euer Lieblingsvogel von denen ist. Bei mir war es schon immer Zapdos. Und ich finde, dafür ist die EX-Karte echt ganz nice geworden. Es gibt die ja auch noch hier in Triple Gold Rarity. Die feiere ich tatsächlich gar nicht so. Und die Lavados hier, die feiere ich auch ziemlich doll. Die sieht echt cool aus. Genau, und da kommen wir auch gleich rüber zu einem der mitgeilsten Artworks hier. Einfach Dragoran, Junge. Dieser Boy ist so happy. Das kannst du dir nicht ausdenken. Sieht einfach auch ziemlich cool aus. Dratini, Dragonir und Dragoran. Der ist richtig cool. Die Karte ist sogar gar nicht mal so wenig wert. So, und jetzt haben wir hier das dynamische Duo aus Mewtwo in Holo. Ich glaube, das werden viele als geilstes Artwork betiteln. Ist auch unfassbar sick. Und Mew EX. Ja, ich war jetzt nie der größte Mew-Fan. Die Karte ist, glaube ich, aber sogar ein Zehner wert. Sieht aber ganz cool aus. Habe ich tatsächlich sogar gezogen. So, und dann haben wir jetzt hier noch die ganzen Trainerkarten. Da haben wir einmal das Domfossil, das Helixfossil. Ja, die gehören natürlich zusammen. Dann haben wir hier den Altbernstein. Einen großen Luftballon. Bills Transfer. Ja, die gibt es auch noch als Trainerkarte. Also als große. Dann haben wir den Radweg. Den kennen wir alle. Haben wir alle damals gehasst, würde ich sagen. Sarahs Hilfe. Dann haben wir hier noch die Energy Sticker. Oh nein, Erikas Einladung. Tatsächlich, ob ich es jetzt glauben würde oder nicht, aber doch, glaubt ihr, ich habe es in einem Set gezogen, habe ich davon die teuerste aus dem Set gezogen und natürlich direkt für einen Fuffi verkauft. War sehr, sehr smart. Giovannis Charisma, davon sehen die beiden anderen Artworks auch sehr, sehr cool aus. Der Greifarm. Classic Item hier mit den Überresten. Auch sehr sick. Kommt hier rein, die Sicherheitsbrille und zum Schluss haben wir hier das Härteband. So, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich hier nicht auch die drei Promokarten mitgenommen hätte. Die sind hier natürlich alle in Holo. Bei Glumanda sieht man den Holo-Effekt nicht so genial. Bei Bisasam sieht man ihn ganz okay und bei Shiggy, holy shit, Alter, da schallert er aber ordentlich rein. Ja, sind auf jeden Fall ganz cool, finde ich.
Und ich hatte mich dazu entschieden, dass ich die hier auch noch mit reinmache. Aber halt Reihe unter. Aber die gehören natürlich auch dazu. So. Und jetzt zeige ich euch erstmal mein zweitliebstes Artwork, was ich hier in diesem Set gezogen habe. Turtok EX. Ist echt eine übergeile Karte. Vor allem hat hier auch den Effekt, ich weiß nicht, das sieht man, seine Augen leuchten einfach in diesem Holo-Effekt. Also ist eine sehr, sehr coole Karte. Die mache ich ja nicht in den Beiner rein, es kommt in einen anderen Beiner rein. Und mein absolutes Lieblingsartwork ist wirklich Quapuzzi. Also diese Karte sieht so cool aus, wirklich wie er da auf sein Spiegelbild guckt, im Regen, so nachdenklich melancholisch, ist einfach so geil, wirklich. Also diese Karte feiere ich übertrieben krass. Und ja, das ist mein 151-Set. So, jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ist es sinnvoll, sich die restlichen Karten zu kaufen. Die sind nicht wirklich teuer, bis auf die Gura-Karte. Die ist tatsächlich schon ein bisschen teurer. Die sieht auch sehr cool aus. Aber ich sage euch, wie es ist. Nein. Ich würde mir auch diese Ultra-Premium-Kollektion nicht mehr kaufen. Also ich habe sie mir tatsächlich auch nicht gekauft, weil ich einfach kein Freund davon bin, so richtig überteuerte, unnütze Produkte zu kaufen. Es ist wahnsinnig schwer, dieses Mal die ganzen Produkte zu bekommen, finde ich. Vor allem, weil ja auch wieder Releases verschoben wurden ohne Ende. Und also ein Preis von 150 Euro aufwärts, die war ja teilweise schon bei 250 Euro auf eBay und so weiter, als der Release verschoben wurde und manche die schon bekommen haben, lohnt sich einfach in keinster Weise für den Inhalt. Ihr habt da diese Matte drin, die meiner Meinung nach jetzt zwar ganz okay ist, aber die kann man sich halt extra kaufen für einen Zwanni. Und die Promokarten, die könnt ihr euch auch extra kaufen. Alleine die Mewtwo-Promo in Deutsch, die hat angefangen bei 100 Euro. Einen einzigen Tag später ist sie um 80 Euro gesunken. Die kostet jetzt einen Zwanni. Also, wenn ich euch mit ans Herz legen kann, eine Sache. Kauft euch bitte nicht die Ultra-Premium-Kollektion. Wenn, dann wartet auf die Tints. Die werden, denke ich mal, ganz lukrativ werden. Die sind, glaube ich, auch sinnvoll. Aber sonst gibt es wirklich die Poster-Kollektion, könnte man sich noch holen. Die habe ich mir auch geholt. Das Poster an sich ist auch ganz cool. So als Sammlerwert ist das eine ganz gute Idee. Aber sonst gibt es bei dem Set wirklich keine guten Kollektion oder sonst irgendwas, was man sich da holen sollte. Also, ja, kann ich nicht empfehlen. Wenn ihr die Reverse-Holokarten und die Holokarten einfach so kaufen wollt und euer Set vervollständigen wollt, macht das. Ich habe insgesamt für alle Holokarten, also für alle Reverse-Holokarten und das gesamte Set vollständig. Man muss dazu sagen, da war das ganze Set noch nicht mal richtig draußen. Also es gab sehr wenig Karten von denen. Habe ich knapp 120 bezahlt. Wenn ihr jetzt aber noch einen Monat wartet und euch dann die Karten holen wollt, dann kosten, wenn ihr das vervollständigen wollt, kostet das safe 80 Euro. Und ich sag mal, eine Ultra Premium Kollektion 150 Euro, die ganzen anderen Sets für jeweils 30 mindestens auch noch dazu, davon gibt es glaube ich 4, 4, 8, 12, also nochmal 120 Euro. Weiß ich nicht, ob es 270 Euro, ob es das wert ist, wenn ihr es für 80 Euro vervollständigen könnt. Und selbst wenn ihr die Glura-Karte noch extra holen wollt, weil ihr so ein krasser Fan davon seid, wo auch die Tutor, die kostet 40 Euro. Kriegt ihr sogar schon für unter 40 Euro. Also holt euch die Karten einfach wirklich einzeln und vervollständigt nicht sinnlos einfach alles. Ich finde die Tutor-Karte cool, ich hätte sie mir niemals so gekauft. Ich kaufe mir auch Schillok und Shiggy nicht. Ich finde die Shiggy-Artwork-Karte sieht so kacke aus. Einfach realistisch bleiben, holt euch die Karten, die ihr cool findet. Und ich würde sagen, das soll es auch schon sein zu dem Set. Ihr habt jetzt die ganzen Artworks gesehen. Ich finde die Artworks sehr, sehr schön. Ich finde, das ist wirklich so das schönste Set, was wir seit langem bekommen haben. Aber nochmal, es lohnt sich bei Gott nicht, das alles zu ziehen. Kauft es euch einzeln, aber zieht es nicht.
Und damit bin ich raus, Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Es kommt heißer Stuff. Seid gespannt. Bis dahin. Ciao, ciao.